zurück. Ah, jetzt. Mittwoch, 21.06 Uhr mit 59 mm und ein paar kaputte. Ich bin jetzt aber schon die ganze Zeit am Überlegen, was hat diese Frau eigentlich mit dem Ganzen zu tun? Ach, guck an, es ist offen. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Das heißt, erstmal wieder zusammenflicken. Na, der Kerl hat ja auch einen ordentlichen Schlag abgekriegt zwischendurch. Vielleicht hat er noch irgendwelche komischen Medikamente im Schrank liegen. Kann doch sein. Ja, ja, jetzt heben wir hoch, Mann. Jetzt stell dich nicht so komisch an. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Der ist weggetreten. Aber jetzt können wir uns mal so ein bisschen um... Aha! Cookie da, was haben wir denn da? Ich kapiere das mit den Origami-Figuren nicht. Was macht er damit? Sie hat jetzt zumindest schon mal die Origami-Figuren gesehen. Wie gerät man denn in solch einen Zustand? Drogen, Alkohol, Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Okay, ganz ruhig. Ich muss ihm irgendwie helfen können. Schauen wir mal, vielleicht können wir ihn ja nochmal mit irgendwelchen Pillen zudröhnen. Oder auch nicht. Nee, hier haben wir doch nichts. Schade. Habe ich hier vorne vielleicht noch irgendwas? Oder hier irgendwie Wasser. Ich könnte ihn auch versuchen, das Telefon da vorne über den Kopf zu ziehen. Vielleicht hilft das ja auch. Sie haben sehr hohes Fieber. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Okay, das heißt, ich muss gleich das Zeug wiederholen. Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Ach, die Scherben. Ganz vergessen. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Das Krumm macht dich nackig, ist doch nichts bei. Oh, Scheiße! Vielleicht ist da doch etwas mehr bei als gedacht. Der Junge sieht ziemlich fertig aus. Das sind schwere Verbrennungen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Weia, 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 weia. Na komm. Das heißt, Bandage, Desinfektionszeug, mal wieder. Und all möglichen anderen Scheiße. Wollen wir mal gucken, was wir da jetzt hier kommen machen. Ah, auf die Kiste! Ich sage auf und so. Hier komm. Nimm alles raus. Alles. Nimm komplett alles. Erst gar nicht gucken. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Und ihr packt sie so auf die Wunde drauf. Oh Gott. Hier, komm. Erstmal Desinfektionsmittel. Das wird jetzt höllisch wehtun. Oh Gott.
Ja, wieder ganz vorsichtig, ganz langsam. Vorsichtig. Hier noch ein Tröpfchen. Hier auch noch eins. Okay. Am Gesicht. Ich habe alles desinfiziert. Das Gesicht ist okay, abgesehen davon, dass er vielleicht mal eine Rasur bräuchte. Er sieht vollkommen okay im Gesicht aus. Er braucht keine Rasur. Nein. Oh, weia. Okay, gut, dann, ja. Ich hab's lang. Ah. Entschuldigung, ich passe auf. Ja, da war wohl nichts mit aufpassen. Du hast ihn halb zu Tode gerubbelt. Ich sage, vorsichtig so. Entschuldigung, ich passe auf. Ein Scheißdreck tust du. Ich bewege mich so gut wie gar nicht und du rubbelst ja wieder bekloppt drauf rum. Nochmal. Vorsichtig, vorsichtig, ja. Und. Das ist. Alle! Ich passe auf. Also, vorsichtig, jetzt ganz gemütlich und zärtlich. Nein, nicht rückwärts, sondern vorwärts machen. Du blöde Ziege! Und mach das ordentlich! Dann sag ich dir gleich nicht rückwärts, du sollst. Das ja. Hier sollte helfen. Okay, jetzt verbinden die Scheiße. Das wäre dann auch nicht schlecht. Okay. Nochmal. Okay, gut, dann halt nochmal. So fein sieht's aus. Okay, dann machen wir jetzt mal ganz vorsichtig dich ein bisschen hochheben. Los jetzt hier. Und jetzt wollen wir dich mal so noch ein bisschen verbuddeln, Dingsbumsen hier. So, das war's. Wie geht's Ihnen? Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Oh, Scheiße. Bewusstlos ist gar nicht gut. Komplett beschissenes Timing dafür. Weil Zeit läuft. Ach, leg dich doch einfach dazu und penn. Das wird wohl ein bisschen dauern, bis der wieder fit ist. Oh, guck an. Er ist wieder anwesend. Wie geht es Ihnen? Beschissen ist geprallt, aber mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Mmh.
Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Sie, stecken Sie in Schwierigkeiten? Viel größere, als Sie sich denken. Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Viel Glück. Danke, das werde ich brauchen. Vielleicht hätte sie dir ja aber doch ein bisschen helfen können. Also hier hätte ich mir vielleicht doch gewünscht, dass die beiden zusammen als Partner losgehen. Aber gut. Nummer 3. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? 9711 Mabel Street. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen Ach, nein? Warum sind Sie dann von der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Es war aber auch klar, dass der es nicht war. Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Oh oh. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon.